Hallo Björn, hallo YouTube, ein zweites Mal, zweiter Teil des Movie-Vlogs. Über Game of Thrones habe ich im ersten Teil gesprochen. Game of Thrones ist ja jetzt vorbei und das ist auch okay. Und ich habe aber so ein bisschen nochmal meine Gedanken zusammengefasst zur letzten Staffel. Genau, so, wie geht es jetzt weiter? Du hast mir ein paar Filme empfohlen. Erstmal möchte ich darauf eingehen. John Wick 3 habe ich immer noch nicht im Kino gesehen. Ich hoffe, ich verpasse ihn nicht. Ich muss es irgendwie schaffen, aber ich finde keinen Kinopartner. Und ich habe so ganz viele Leute, die sagen, ja, vielleicht würde ich mitkommen. Und ich habe keine Lust, alleine zu gehen. Weil es doch so ein Eventfilm ist, wo man die ganzen Wars und Oaths und Holy Shits gerne mit seinem Nachbarn teilen möchte. Deswegen mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Ich hoffe, hoffe, hoffe es. Ansonsten habe ich mir entsprechend einer Empfehlung The Villainess angeguckt, beziehungsweise nicht ganz, sondern die erste halbe Stunde nur, weil dann wurde ich leider unterbrochen. Aber allein schon das Opening von The Villainess ist ja absolut bonkers. Also wieder von diesem POV-Shot plötzlich sie in den Spiegel reingedrückt wird und dann gehen wir sozusagen wieder raus und dann ist es nicht mehr ein POV-Shot. Also ist vielleicht schwer zu erklären, wenn man es nicht gesehen hat, aber The Villainess. Die Empfehlung kann ich auf jeden Fall weitergeben, obwohl ich den Film noch nicht mal zu Ende gesehen habe. Ja, das kommt jetzt die nächsten Tage. The Raid habe ich natürlich auch geguckt, weißt du ja. Colossal hast du drüber gesprochen. Den habe ich tatsächlich schon gesehen, vor einem Jahr oder so. Und auch der hat mir richtig gut gefallen. Ich bin ja auch ein großer Fan von Creature Features, also Monsterfilmen. Und fand auch genau wie du, dass Colossal das so richtig schön eingewoben hat. Ich finde der Film hat ein bisschen Pacing-Issues an der einen oder anderen Stelle, aber auch, also wie sozusagen ihre Perspektive sich ändert auf Personen, während sie mit ihrem Alkoholismus kämpft. Da würden wir jetzt ein bisschen in die Tiefe gehen, würde ich ein bisschen spoilern, aber wir sind sehr in der Perspektive von Anne Hathaway und so wie sich ihr Wesen verändert, verändert sich auch ihre Perspektive auf ein paar Nebencharaktere. Und das kriegen wir als Zuschauer auch mit. Also die Nebencharaktere verändern sich irgendwie. Aber ich glaube, dass es eben nicht daran liegt, dass der Charakter sich verändert, sondern dass Anne Hathaways Sicht auf die Charaktere sich verändert. Das finde ich sehr schön gemacht bei dem Film. Also auch eine dicke Empfehlung von mir. Ansonsten About Time oder Alles eine Frage der Zeit. Absolut toller Film. Habe ich hier auch irgendwo. Da. Zack, guck mal. Das ist das Schöne, wenn man seine DVDs alphabetisch sortiert. Alles eine Frage der Zeit. Wunderschöner Film, stimme ich dir auch zu, das ist so ein Feel-Good-Film. Wenn es einem mal nicht so gut geht, wenn man irgendwie down ist, dann kann man den gucken. Habe ich jetzt gar nicht so in Verbindung gebracht mit der politischen Wahl. Aber trotzdem schön, trotzdem cool. Ja, also den kann ich auch wärmstens empfehlen. Deine anderen Empfehlungen muss ich mich mal reinschauen. So, was habe ich noch geguckt? Und zwar Rocket Man habe ich jetzt gesehen. Die Elton John Biografie. Und ich muss sagen, ich hatte gemischte Gefühle. Einerseits finde ich nämlich, ist der Film doch sehr in diesem generischen Biopic-Schema, ne? Also mit wir fangen in der Kindheit an und inklusive dieser Montage, wo dann so Zeitungsartikel-Headlines so ins Bild fliegen und wir in der Montage sehen, wie die Person immer berühmter und berühmter wird. Und gerade wo man gerade erst Bohemian Rhapsody gesehen hat, dem ja auch vorgeworfen wird, sehr in dieses Schema reinzufallen, finde ich es natürlich ein bisschen schade, dass der da viel ins Generische fällt. Am besten ist der Film nämlich, wenn er das genau nicht tut. Und ich finde diesen Musical-Angle, also diese Art und Weise, das als Musical aufzuziehen, finde ich richtig cool. Und das hat mir auch immer richtig gut gefallen. Am besten hat mir die gefallen die Szene, wo zu dem Song Rocket Man der Suizidversuch von Elton John quasi dargestellt wird. Auf so eine fantastische Art und Weise wird dieser Song und dieser Suizidversuch gemischt. Und ich finde, genau an den Stellen, wo der Film halt eben nicht super explizit ist, das passiert hier und das ist es und so läuft es, sondern so ein bisschen ins Surreale abdriftet und man so ein bisschen auch selber so ein bisschen gucken muss, was bedeutet das jetzt, ne, dass das so vermischt wird? Was soll mir das sagen? Genau da, finde ich, ist der Film am stärksten. Und ich hätte mir gewünscht, dass eigentlich der ganze Film so ist, ne, dass man die ganze Zeit so Realität und Musik und alles miteinander verschwimmt. Und der Film macht das aber
immer mal wieder, aber nicht durchgängig. Und ich hätte mir gewünscht, dass er es durchgängig macht, hätte ich persönlich mutiger gefunden und den Film auch insgesamt besser. Deshalb so ein bisschen gemischte Gefühle. Taron Egerton oder Egerton, ich weiß nicht, wie sein Name ausgesprochen wird, ehrlich gesagt, da musst du mir vielleicht nachhelfen. Auf jeden Fall großartige Performance, finde ich. Und ich finde, er macht das richtig, richtig gut. Besonders diese Szene, wo er auf Toilette ist vor seinem ersten großen Auftritt und nervös ist, fand ich absolut Gold. Also das war schön. Das war schön anzusehen. Das hat er richtig gut gemacht. Aber wie gesagt, ich hätte gerne mehr von dem Surrealen gehabt in den Rocketman. Ansonsten weiß ich gar nicht, war ich irgendwo im Kino? Ach so, The Dead Don't Die habe ich gesehen mit Adam Driver und Bill Murray. Ein Jim Jarmusch-Film. Und hat ein paar Pacing-Probleme, finde ich. Er zieht sich so ein bisschen. Aber es ist Fargo meets Shaun of the Dead, würde ich sagen. Also so eine Kleinstadt, die plötzlich von Zombies heimgesucht wird und alle reagieren da irgendwie total trocken drauf. Also hatte sehr, sehr viele sehr witzige Momente. Ein Hauch lebendes Brian vielleicht sogar drin, wer weiß. Aber ja, ist so ein bisschen, geht so ein bisschen schleppend voran. Also entweder der Film hätte insgesamt kürzer sein können oder es hätte ein bisschen mehr passieren müssen in der Zeit. Beides wäre mir recht gewesen, aber so fand ich, war er etwas gestreckt, so über seine Laufzeit. Aber insgesamt, also teilweise Stellen, wo man sich wirklich kaputt lachen muss. Ich mag ja Adam Driver und man muss echt sagen, dass Adam Driver es schafft, so eine Comedy-Legende wie Bill Murray in diesem Film an die Wand zu spielen. Das finde ich schon beeindruckend. Also ich fand Adam Driver tatsächlich den besseren Comedian in diesem Film, wenn man das überhaupt laut aussprechen darf. Genau, also das so zu meinen Filmerfahrungen momentan. Ich werde jetzt auch noch versuchen, Godzilla im Kino zu sehen. Hab da auch schon richtig Bock drauf. Hätte irgendwie gedacht, dass ich noch ein bisschen mehr hyped bin dafür. Ist jetzt nicht passiert, keine Ahnung. Ist ja auch nicht so schlimm. Kann mal sein, wenn ich erstmal drin sitze, kann das alles ganz anders aussehen. Aladdin gucke ich mir auch noch an. Wollte ich eigentlich im Kino sehen. Ich bin ja Guy Ritchie-Fan. Ich verteidige diesen Typen ja sehr. Ich mochte ja sogar King Arthur. Auch dieser ist hier irgendwo in meinem Regal zu finden. Jetzt gerade finde ich ihn nicht. Doch, da. Hier, da. King Arthur. Ich mochte ihn. Ich hatte Spaß damit. Alle sagen, der ist doof. Aber ich finde ihn cool. Ich bin großer Guy Ritchie-Fan. Deshalb will ich sehen, was er mit Aladdin macht. Und bin gespannt, was da rauskommt. Naja, ansonsten habe ich nicht so viel. Ich bin ja demnächst dann mal wieder mehr im Kino. Von daher, da habe ich dann vielleicht noch ein paar neue Infos. Und hätte gern noch deine Meinung zu Robert Pattinson als Batman gewusst, weil dazu hast du ja gar nichts gesagt in deinem letzten Video. Und jetzt ist es ja offiziell confirmed. Von daher würde ich gerne mal wissen, was du darüber denkst. Und genau, das war's dann mit meinem Movie-Blog. Und Björn, ich sehe dich in deinem nächsten Video. Und dann sehen wir uns ja sowieso in fast einem Monat wieder. Und vielleicht können wir da ja auch was etwas Specialigeres für die YouTube-Audience machen. Vielleicht auch nicht. Ich sollte vielleicht gar nichts einfach ankündigen, damit wir gar nicht in den Druck kommen, was zu tun. Aber genau. Mach's gut, Björn, und ich bin auf deine Antwort gespannt.